Was wäre, wenn wir das Gehirn mit einem Computer verbinden würden? Die Zukunft ist nun hier, meine Freunde. All dies schien vor kurzer Zeit noch unmöglich zu sein. Heute ist es möglich, Computer mit der Macht der Gedanken zu kontrollieren. Wir erweitern mit der Technologie unser Bewusstsein und Videospiele wären genau auf unser Gehirn zugeschnitten. Elon Musk, einer der größten Visionäre unserer Zeit, veröffentlichte seine Pläne, das Gehirn mit einem Computer zu verbinden. Das bedeutet, dass alle genannten Dinge passieren werden. Musk veröffentlichte sein neues Projekt, Neuralink, im März diesen Jahres. Was ist und bringt diese fantastische Idee? Und wie stark würde sich die Welt verändern, wenn Elon Musk seine Pläne realisieren würde? Mr. Musk, bekannt aus seinen berühmten Projekten, hat angekündigt, die Welt zu verändern. Dieses Mal dringt er nicht in die Tiefen des Alls, sondern in den Tiefen unseres Gehirns. Er benutzt dabei Neuralinks, Neuro-Computer Interface, welches uns Menschen in Cyborgs verwandeln könnte. Ein Gitter aus Elektronen, besser bekannt als Neuralays, wird die Menschheit stark verändern. So denken zumindest die Experten. Was wären die Möglichkeiten dieser neuen Technologie? Musk denkt, dass die Technologie uns Menschen gegen die künstlichen Intelligenzen helfen wird, da wir auf dem gleichen Intelligenzlevel sind wie die Maschinen. Wenn wir den menschlichen Körper als Gerät ansehen, welches einen Input wie auch einen Output hat, dann wäre unsere größte Schwäche die Geschwindigkeit des Outputs, wie Mr. Musk einst sagte. Unsere Augen sammeln sehr viele Informationen und erzeugen einen großen Input, aber der Output ist langsam und fehlerhaft. Musk behauptet, dass das Verschmelzen zwischen dem menschlichen Hirn und einer Maschine viele Input- und Output-Probleme beseitigen würde. Das bedeutet, dass wir die Informationen, die wir über unsere Sinne wahrgenommen haben, viel schneller aufrufen können. Wie ein Computer. Dafür aber müssen die Neuralinks mit allen Gehirnzellen harmonieren. Zurzeit werden Prototypen getestet. Elon Musk meint, dass die Venen und Arterien der Schlüssel sind, um unsere Neuronen im Gehirn zu erreichen. Trotzdem sollten wir es nicht wagen, bei jedem x-beliebigen Menschen diese gefährliche Operation durchzuführen. Firmen arbeiten bereits an einem Chip, den man an dem Gehirn eines Menschen befestigen kann. Das Interface ist nicht so gut und schnell wie die Neuralinks, aber man kann sich über Telepathie unterhalten. Das heißt, reden mit Gedanken. Diese Technologie wird es in 4 bis 5 Jahren für Menschen geben, die eine starke Behinderung haben. Dank den Interfaces ist es leichter, Krankheiten wie Parkinson, psychische Krankheiten etc. früh zu erkennen, ohne es zu besiegen. Diese Geräte stellen motorische Fähigkeiten und verlorene Erinnerungen wieder her. Die Entwicklung solcher Geräte wird relativ günstig in den nächsten 10 Jahren, falls die ethnischen und rechtlichen Fragen bis dahin geklärt worden sind. Diese Technologie ist sehr vorteilhaft für uns Menschen, da die Evolution zu langsam geht und durch maschinelle Produkte könnten wir die Evolution künstlich beschleunigen. Elon Musk und sein Team wollen die Technologie so früh wie möglich rausbringen. Warum sie das wohl tun, ist eine andere Frage. Diese Technologie könnte auch für die zukünftigen Marsianer ein großer Vorteil werden. Mr. Musk hat einen Traum, 1 Million Menschen in der nahen Zukunft auf den Mars zu bringen. Aber nun zurück zum Thema Gehirn. Ein Neuralays, welcher in unseren Cortex eingebunden wird, würde eine direkte Kommunikation mit Mensch und Maschine ermöglichen. Aber warum braucht man sowas? Philip Alvelda, der Manager von Neuro Engineering System Design, sagt, dass die besten Neurocomputer Interfaces, NCIs, wie 2 Supercomputer sind, die miteinander über einen alten Modem kommunizieren wollen. Stellt euch mal vor, wenn wir unsere Werkzeuge modernisieren, Kommunikation ohne miteinander zu reden und das Bedienen von Computer und Maschine ohne Peripheriegerät wären dann möglich. Koreanische Wissenschaftler nutzen NCIs, um Insekten zu kontrollieren und die Experimente waren erfolgreich. Das Gehirn ist ein Schema. Wenn man mit Neuralinks elektronische Verbindungen herstellt, würden Probleme und Gedankenvorgänge schneller gelöst werden können. Mit der Technologie könnte man sogar menschliche Gehirne kontrollieren. Es wäre sogar möglich, jegliche Informationen auf jegliche Geräte und Lebewesen mit Neuralink-Implantaten zu transferieren. Wissenschaftler haben lange versucht, die menschliche Intelligenz mit Computern zu steigern. Aber bis jetzt hatten sie keine großen Erfolge. Aber wenn die Computer und das Gehirn eine gemeinsame Sprache sprechen würden, dann wäre alles anders. Schulen wären veraltet. Alles, was sie wissen müssten, wird vom Internet runtergeladen. Und sie beherrschen die Fähigkeit direkt. Heute wird diese Technologie für paralysierte Menschen genutzt, damit sie mit anderen Menschen kommunizieren können. Aber der Umfang, welches diese Technologie bietet, ist viel, viel größer. Musk verspricht bessere Prothesen dank seiner Technologie. Man könnte ein maschinelles Bein benutzen, welches schneller und kräftiger ist als ein normales menschliches. Das wird durch verbesserte Neurotransmissionen erreicht. Wer weiß, vielleicht werden die Prothesen so gut sein, dass auch ein gesunder Mensch darüber nachdenkt, sich eine Prothese zuzulegen.
Emotionen werden in Zukunft als Dateien eingespeichert, da das Gehirn und die Menschen eine gemeinsame Sprache nutzen werden. Es wäre möglich, die Gefühle anderer Menschen und Maschinen voll nachzuvollziehen. Das öffnet neue Wege der Kommunikationen und der Künste. Zocke Spiele mit deinem Gehirn. Die heutigen Spiele können zigmal durchgespielt werden, bis man jedes Geheimnis im Spiel gelüftet hat. Danach werden die Spiele schnell langweilig und vorhersehbar. Das könnte sich durch die neue Technologie sofort ändern. NCIs greifen ein und sorgen dafür, dass wir ein besseres Verständnis für Angst und Hass entwickeln, da wir unserem Gehirn ein Videospiel spielen. Vielleicht werden nicht alle diese Dinge von Elon Musk realisiert, aber eins ist sicher, dass die Zukunft der Menschheit spannend wird und dass diese oben genannten Technologien früher oder später realisiert werden. Die Welt wird sich verändern und ich denke, dass die Welt sich bald verändern wird. Falls euch das Video gefallen hat, dann liked, teilt und abonniert, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Ciao und auf Wiedersehen, euer EV2 Let's Play, Alistair David von Bros TV. Haut rein!